Wenn ein reines Deutsche im Kaltblut hier gerade vor der Überrichterwaage zu sehen. Carla Ehmert begrüße mich recht herzlich. Von der IGZ habe ich mir gerade sagen lassen, dass die Interessengemeinschaft insofern, die hier Mitorganisator dieser Veranstaltung ist. Wir begrüßen aus Belgien kommend Herrn Leblanc. Hallo! Er hat alle Hände voll, seine Kaltblüter sind natürlich aufgeregt und liebe Zuschauer, gucken Sie mal, da sieht man die Belgier. Pferde, das hat man früher gemacht, bei den Arbeiten, weil Pferde dazu neigen, die Leine zu fangen, ist zwar heute verboten, aber wie gesagt, die älteren Pferde haben es noch, das ist noch zu sehen. Wir begrüßen Gérald Breton, Monsieur CT aus Frankreich. Und Monsieur Po. Und hier vor uns gerade eine Kaltblutrasse, die Ardenner. Sie kommen von Monsieur Martin. Guten Morgen hier. Aus Belgien kommen Sie, ach aus Holland, entschuldigen Sie, Agnes Reinders, hallo, Sie auf die ersten mit rheinisch-deutschen Kaltblütern aus Sachsen kommen Sie, die Kaltblüter zu sehen, unsere deutschen Kaltblüter auch international sehr beliebt. Hier aus der Schweiz begrüßen wir unsere Freiberger, die sehr leicht sind, Kaltblütern natürlich in der Freizeit sehr gut eingesetzt wird, zum Reiten und zum Wahnsinn. Sportlich hier etwas Hobbys und geritten. Sehr schöne leichte Pferde, die hier, wie gesagt, im Hobbybereich eingesetzt werden. Hier sieht man auch die aktiven Nutzer, natürlich auch die Veranstaltung, um für ihre Veranstaltung zu werben. Hier schlesisches Warm.